Was geht? Da bin ich ganz herzlich willkommen zurück zu einer Folge The Forest. Oh ja. Und nachdem wir letzte Runde wieder einmal gestört wurden, begeben wir uns jetzt mal wieder zurück zu unserer Hütte. Okay, das sah gerade fast so ein bisschen aus, als wenn die ganzen Baumstämme da nicht mehr drin wären. Aber Entwarnung, es ist noch alles da. So. So, wir werden jetzt erstmal auch wieder weiter unseren Schreiner hier walten lassen. Wie viel müssen wir noch da rein? Guck mal. Was jetzt? Was stand da jetzt gerade? 51 von 31? Ach so, das da. Okay, das ist ein bisschen crazy. Aber naja, ich habe ja gesagt, wir wollten ja diese Folge mal ein wenig den Strand erkunden. Mal links gerichtet. Aber bevor wir das machen, erstmal noch ein schönes Bäumchen fällen. Denn, naja, unser schönes Häuschen baut sich ja nicht von alleine. So, erstmal noch ein paar Blätter hier. So, ich fäll den hier. Der hier ist gut. So, guck mal, machen wir dann die Dinge hier einsammeln. So, also, vielleicht finden wir ja sogar eine Flare Gun. Okay, ich dachte, da springt gerade einer von Baum zu Baum. Das sah gerade ein bisschen crazy aus. Aber selbst wenn, würden wir es ja hören. Also, kein Problem. Ja. Ich meine, wir finden unsere Behausung ja sowieso immer wieder. Learn more about survival, press B to open survival. Ja, das stand hier mir ja auf den Sack. So. Wo fällt der hin? Perfekt. Besser. Da hinten sind sie schon wieder mit ihrer Prozession. Die sollen ihre komischen geistlichen Wanderungen woanders abhalten, gefälligst. Wie sieht da immer. Warten, ey. Die wollen mir immer. Ich weiß, warum ich das immer ablege. Warte mal, wenn ich jetzt E drücke. Nee. Ich könnte die mal mit Pfeil und Bogen beschießen. Das könnte ich mal machen. Die wandern immer zu ihrem heiligen Baum, glaube ich. Das machen die. Aber die sehen mich ja hier nicht. Ich meine, die können da hinten ja lang wandern, wie sie lustig sind. Das soll mich ja nicht stören. Jetzt gerade allerdings. Deswegen laufe ich auch links gerichtet. Ich laufe da hinten lang. Dann gehen die mir nämlich nicht um den Keks. Oh, die sind auch schon wieder weg. Sind schon irgendwie wieder despawned oder so. Ich meine, ich würde ja gerne mal mit vollem Bogen auf die schießen, wa? Habe ich Pfeile? 8 Stück. Guck mal. Werden wir jetzt mal machen. So, wir gehen jetzt mal hin. Oh, die haben mich gesehen! Die haben mich gesehen! Oder? Ne, die rennen weg. Warum rennen die denn jetzt weg? Okay, naja, lassen wir die mal in Ruhe. Ich nehme mal wieder meine Axt hier. Ich muss nämlich noch ein Bäumchen fällen. Dieser Stick hier, der spawnt auch immer wieder neu, wa? Finde ich gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Oh, er ist Medizin. Hungry, find something to eat. Ja, ja, aber lass mich eben noch ein Bäumchen fällen, ja? Da vorne ist nämlich auch noch so ein Riesenbäumchen. Theoretisch gesehen könnten wir uns das auch nochmal eben kurz snacken. Hier ist ja gerade keiner, glaube ich. Ich sehe jedenfalls keinen. Da hinten rennen sie rum, die Mongos. Sieht man auch schön. Hat man gesehen. Ja, hier ist gerade keiner. Da kommen sie auf mich zugerannt. Oh, der hat mich gesehen. Ich sitze da jetzt, Mama. Ich sitze da. Kommen von da auch welche gerannt? Nein. Okay, das ist der perfekte Zeitpunkt, um mal den Bogen rauszuholen. Ja. Um einfach mal einen Pfeil dahin zu schießen. Okay, ich treffe den nicht. Vielleicht so? Nee, daneben? So, so müsste passen. So. Wieder nicht. Okay. Also das mit dem Bogenschießen ist so behindert. Der sitzt. Ah! Habe ich ihn getroffen? Warte. Ich treffe die überhaupt nicht. Warte, komm mal her. Da, wieder nicht. Oder vielleicht funktioniert es jetzt. Da! Ich habe ne getroffen, den Mongo. Oh, der kommt auf mich zugerannt. Ha! Ey! Wie der mich angesprungen hat. Fuck you! Hab ich abgewehrt, du Wichser. Da, komm her. Ja, wieder abgewehrt. Patsch! Patsch!
Ja. Patsch. Ey. Ja, ja, Nackedeis. Komm her, du Wichser. Ich mach euch, mach dich platt, Alter. Zack. Aua. Penner. Oh, der ist hinter mir. Ah, du willst meine Deckung umgehen, wa? Ja, 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 komm her. Ah. Wie sie sich von hinten ran schleicht teilweise. Oh, kleiner Wichser. Da nehme ich. Da. Da. Und noch einen fängst du dir, du. Da. Ja, du bist, der ist draufgegangen. Na, komm her, du feiges Stück Scheiße, hä? Jetzt willst du nicht mehr, wa? Ja, ja. Renn du nur. Ich hab mich mit Blut besudelt. Ich muss mal eben kurz hier mal abwaschen. So. Was für Penner. Wollt der sich mit mir anlegen? Oh, damit der auch nicht wieder aufsteht. So. Guck, da vorne ist auch einer. Fuck, ey. Ich hätte gern den verfickten Baum da hinten. Das gibt's doch überhaupt nicht. Vielleicht nehme ich mir doch lieber einen Baum von da oben. Boah, meine Hütte ist hier hart umkämpft. Das muss man mal ganz einfach sagen. Also da soll mal keiner sagen, ich hätte für die Hütte kein Blut vergossen. Oder ähnliches. Naja, wie auch immer. Aber wie sie jetzt auch zu zweit angekommen sind, wa? Schön, schön. 25 Loks muss ich noch sammeln. Viel ist das nicht mehr. Ich könnte mal ein Lagerfeuer so langsam vor meiner Hütte errichten. Damit ich da kochen kann. So, bitte fall. Okay, die Richtung. Na gut, die Richtung ist okay. Wie sie mich da zu zweit angegriffen haben. Zwei auf einen und noch so auch noch feige Kämpfer einfach. So, muss jetzt sofort essen. Aber erst mache ich jetzt das hier fertig. So, zack, zack. Fünf Steine habe ich sogar auch noch übrig. Da vorne sind noch mehr. Für so ein Lagerfeuer. So. Jetzt machen wir uns mal eben hier so ein Lagerfeuer. So, hier. Firepit. So. Direkt hier schön. Machen wir das doch hier hin. So, hier so. Hm? Ja, hier so. Da so. Zack. Ne, hier. Da. So. Fuck, da fehlen ein paar Steine. Egal, hier liegen ja welche rum. Habe ich gerade genau gesehen. Aber erst Waffe in die Hand nehmen. Bevor die mir wieder aufs Dach steigen wollen. So, eins, zwei, drei Steine. So, schnell zurückrennen. Hui. So. Direkt anzünden. So. Mal anfeuern das Ganze, damit es schön schummrig warm wird. Oh, ich glaube, wir nehmen nochmal einen Fisch, würde ich sagen, oder? So, den gucken wir jetzt auch direkt. Oh, wie das brutzelt, das riecht ja schon herrlich. Also, mir bloß keiner mein Essen streitig machen. Ich musste jetzt schon einen hier schlachten. Wie die Einzelteile von dem da jetzt rumliegen. Oh Mann. Dabei möchte ich doch eigentlich nur meine Ruhe haben. Aber ich komme deren Baum wohl irgendwie zu nah. Aber gut, ich meine, gut, wenn die da irgendwie rumlaufen wollen, dann sollen die das mal machen. Ja, wir werden jetzt aber noch einmal kurz ein oder zwei Bäume machen, damit wir das jetzt auch hier hinter uns gebracht kriegen. Und dann können wir nämlich auch direkt los. Ich glaube, ich sollte hier nochmal so einen Baum fällen. Einfach für Loks. Wobei, nee, mache ich. Ich mach den Baum hier. Ja, da hinten. Moment, ich könnte... Ach, das ist doch dieser fette Baum, den ich bei meiner ersten Aufnahme, an dem ich vorbeigelaufen bin. Wo ich mir dachte, wo ich durchgelaufen bin. Wo ich dachte, hä, was ist denn das für ein abgefahrener Baum? Jetzt, wo ich weiß, dass das wohl angeblich einer von diesen heiligen Bäumen ist, ich wollte ja erst mein Lager auf diesem, auf der Baumkrone errichten. Oh Mann. Ja, bescheuert, wenn man vorher nicht weiß, was genau das ist. Tja. Oh, jetzt muss ich ein bisschen weiter in den Wald reinrennen hier. Damit ich hier meine Baumstämme sammeln kann. Vielleicht lass die jetzt mal eben kurz da runterrollen. So, dann nehme ich mir die beiden hier auch noch. Ach, da unten. Ja, perfekt. Da sollen sie rumliegen. Ja, ja. Jetzt mach nicht so ein Terz hier. So. Oh, 23 Stück noch. Die anderen beiden hängen da. So. Ach, jetzt sag mir nicht, ich krieg die nicht da raus. Das wäre ja jetzt wohl ein Witz. Na komm. Ah, eins und zwei. Sehr gut. Gut, gut. So, dann haben wir jetzt
21 noch. Ja. Oh Gott, unsere Strandhütte ist bald fertig, liebe Leute. Oh, hier. Noch zwei. 17 Stück noch. Oh, ich finde, der könnte auch mal drei nehmen, meine Güte. So. Oh, noch 15. Jetzt noch 14. Aua! Ich brenne! Ich brenne! Oh, meine schöne Rüstung! Ach ja, toll! Ey, wie schnell man Rüstung verliert, das ist ja der Hammer. Und schon ist sie weg. Toll. Ah, weil ich durch dieses verfickte Lagerfeuer gerannt bin. Mann. Weil ich auch überhaupt nicht wieder auf... Weil ich überhaupt nicht aufpassen kann. Soda added to backpack. Na gut. Es ärgert mich jetzt ein bisschen, dass meine Rüstung wieder im Arsch ist. Mal hier, komm. Sticky sammeln. Ey! Oh, wechsel doch nicht direkt die Waffe, du Arschloch. Ich muss ja noch so einen fetten Baum fällen. Tut mir leid, wenn ich euch eure heiligen, geliebten Bäume hier platt mache. Aber so könnt ihr wenigstens nicht auf mich warten. La la la, Holzfällen ist des Holzfällers Lust. Ja, Freunde. Da fällen wir mal den schönen Baum hier. Oh, in die Richtung. Na gut, wenn es denn sein muss. Alter! Cool, ist das eine neue Animation von dem Baum gewesen? Dass der auf einmal so komisch so fallen lassen. Rollen die für mich schon mal da runter. So, hat er noch einen fallen lassen? Nee. Wo rollen die denn? Ach, da unten sind sie hingerollt. Na gut. So. Zack. Zack, zack. So, Freunde. Jetzt haben wir 4. Oh, nicht B drücken. I. Oh, dass ich jetzt auch immer weiter... Was? Ich gerade Geräusche gehört. Ich hoffe doch mal nicht. Na egal. So. Huiuiui. So, komm, jetzt fällt endlich den Baum. Vielleicht finden wir auch die letzte Axt. Aber die findet man ja angeblich nur in der Höhle. Und da möchte ich eigentlich nicht rein. So, guck mal, ich zwischendurch. Ach, der fällt genau in die falsche Richtung. Oh, nicht immer in den Wald rein. Oh nein, die fliegen doch jetzt wieder. Oh Gott im Himmel. Tja, wie Marge Simpson. Ey! Ich hab meine Axt fallen lassen. Hey, 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 nicht abhauen. So, wo sind die hin? Da unten. Ja, da ist noch einer. Sehr gut. So, jetzt habe ich sie alle. So. Zack, zack. Zack, zack. So. Dann haben wir das nämlich auch geschafft gleich. Ab zur Hütte. So, so. Boah, heute ist Montag, ne? Ja, die Gamescom fängt übermorgen an. Sag mal, willst du jetzt diesen verfickten Stamm nicht aufheben? Geht doch. Ja, übermorgen fängt die Gamescom an. Zumindest erstmal nur für Fachbesucher. Donnerstag geht's ja wirklich los. Und ich bin schon äußerst gespannt. Mittwoch wird ja noch, haben wir ja viel zu tun. Wir wollen die ganzen Spiele ja aufnehmen, die wir euch da zeigen wollen. Dann auf PeepsMe TV. Für diejenigen, die leider nicht da sein können auf der Gamescom, gucken wir uns den ganzen Kram dann an. Soweit ich weiß, kann man sich dieses Jahr doch schon einiges auch ansehen. Da komm, ich hole mir jetzt den letzten Baum. Guck mal, der macht 5. Dann haben wir es geschafft. Dann können wir nämlich einmal pennen. Und dann kann es nämlich auch losgehen. Dann können wir uns auch schon mal Richtung Strand bewegen. So, komm, den hauen wir jetzt noch um. Komm jetzt, mach keine Faxen. Hau das Ding um. So.
Natürlich wird's auch während der Gamescom, während wir nicht da sind, werde ich jetzt noch weiterspielen. Solange, bis ich dann letztendlich irgendwie draufgehen werde. Aber ich hoffe mal, dass ich das bis sogar bis nach der Gamescom. Ja, gut. Der fällt in eine gescheite Richtung. Guck mal. So. Ja, komm, ich geh kaputt. Sehr gut. So, 1, 2. So, das sind die letzten 5, Leute. Die letzten 5. Die lagern wir jetzt noch eben schnell hier zwischen. So. Und holen uns die restlichen 3. Dann haben wir es auch schon geschafft. Guck mal, wenn ich einen von den komischen Einwohnern da getötet habe, dann habe ich aber recht lange Ruhe vor denen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also die gehen mir jetzt nicht großartig auf den Sack hier, muss ich irgendwie mal zugeben. Man sieht auch, wir haben jetzt hier auch ordentlich schon gerodet. Und wo ist der letzte Baumstamm? Da. Also hier sind schon einige Bäume weg. Da werden auch noch mehr weggehen. Aber nun ja, wollen wir jetzt die letzten 5 dann mal da reinpflanzen. So, da können wir natürlich auch direkt unsere erste Nacht da drin verbringen. So. Und der letzte. Feierlich! Peng! Boah, ist das nicht schön? Sollte einen Erfolg geben, finde ich. So, wie kann ich dieses Ding hier eigentlich auch wieder abbauen und umsetzen? Scheinbar nicht, wa? Na komm, dann legen wir uns hier. Wollen wir jetzt mal eine Runde schlafen? Kann ich da jetzt auch... Oh, lol, man kann da ja sogar reingehen, wie geil. Okay, sieht ein bisschen arg buggy aus. Fit. Aber auf jeden Fall können die Typen hier nicht so schnell rein. So, und ich schlafe jetzt auf, oh cool, das sind, hier Flugzeugkissen und auf Zeitschriften schlafe ich. Na, das sieht ja wunderbar aus. So, jetzt nutzen wir die Nacht. Guck mal, wie toll das hier aussieht. Ach, guck mal, da laufen schon wieder irgendwelche Typen rum. Oh, egal. Ich packe jetzt erstmal so ein Vieh da rein. So ein Lizard. Komm, rein da. Und den braten wir jetzt. So, sehr schön. Da hinten ist auch beleuchtet, aber warum auch immer. Egal. Ey, die Sounds sind doch voll aus Dead Island genommen, oder? Da hat man die doch auch immer gehört. Wenn die irgendwie, wenn man die gehört hat. Also, ne, wenn man durch die Stadt gelaufen ist, dann hat man immer von fern diese Zombie-Rufe gehört. Und das ist doch exakt derselbe. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen, dass der das ist. So, damit wir es jetzt hier noch ein bisschen schöner haben, bauen wir uns jetzt noch so ein Standing Fire. So, nämlich einen hier hin. So. Ach ne, wir haben nicht genug Steine. Das ist natürlich nicht so geil. Ich hätte jetzt gerne schon so ein Standing Fire angemacht. Aber hier liegen auch nicht so megamäßig Steine rum, oder? Ne, das ist ein Kopfschein. Den kann ich ja leider dafür nicht verwenden. Und hier am Strand liegen keine Steine. Nee, nee, nee. Da liegt noch Geld. Cool. Na gut, wir werden ja ein paar Steine auf unserem Weg finden, würde ich sagen. Gehen wir jetzt erstmal nochmal pennen und dann machen wir uns auf den Weg. So. Pennen! So, wir haben jetzt alles dabei. Wir haben was, um uns wieder Leben zu machen. Und wir haben was... Naja, wir haben auf jeden Fall alles dabei. So, wir werden zwischendurch noch ein paar Steine finden. Problem ist, wenn das dunkel wird, müssen wir uns eventuell so eine provisorische Hütte bauen. Was ist denn das hier Geiles? Kann ich da reinkriechen? Use Leiter. L. Oh, cool. Ist das eine von besagten Höhlen, die ich lieber nicht betreten sollte? Okay, jetzt muss ich sagen, habe ich ein... Oh... Hey, machst du wohl das Ding wieder an?
Sind hier welche? Wenn ich jetzt sterbe, ist natürlich ein bisschen behindert. Aber Christian hat mir gesagt, ein Leben habe ich übrig. Also man stirbt einmal und danach ist Feierabend. Da ist auf jeden Fall einer. Da steht so ein Feuertyp. Und wenn er mich trifft, kriege ich wahrscheinlich Feuerschaden, wa? Ich will aber zumindest noch gucken, ob hier noch mehr sind. Wenn hier nämlich noch mehr sind, verpisse ich mich sofort wieder. Auf jeden Fall steht da einer. Kann ich noch blocken? Ja. Da hängen Tote. Oh, ich möchte es mir ja schon gerne ansehen, ne? Aber wisst ihr, was wir jetzt machen? Hier machen wir jetzt erstmal eine kleine Pause. Jawohl, hier machen wir jetzt erstmal eine kleine... Oh, da hocken ja bestimmt 5 Leute, sehe ich gerade. Dann ist ja eine... Oh, ich muss hier raus, Mama. Die haben mich gesehen. Die haben mich gesehen. Ah, raus hier. Kommen die mir hinterher? Okay, scheinbar nicht. Boah, jetzt muss ich aber ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich ein bisschen Schiss gekriegt. Aber gut. Dann machen wir jetzt hier eine kleine Pause, ganz schittieren. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und würde mich natürlich genauso freuen, wenn ihr morgen wieder einschaltet. Lasst eine Wertung da. Und dann geht's weiter. Wenn es wieder heißt: The Forest Hardy. Miau! Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist. Der Hardy einfach geil ist. Geil ist.